Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Squad und wir spielen wieder auf dem Dock, wie es auch in der letzten Folge begonnen hat. Ich habe das leichte Gefühl eines Déjà-vus, weil es einfach genauso begann, aber bin mal gespannt, ob es auch genauso endet wie die letzte Folge. Diesmal haben wir nicht den Rest in Peace dabei, der war nämlich in der letzten Folge dabei gewesen, aber dafür haben wir Tony Montana dabei. Mit dem wird es auch lustig werden. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, Tony Montana. Bei Tony muss ich immer an Tony Montana. Der erinnert mich irgendwie... warum muss ich bei dem Namen Tony Montana an... Wie hieß denn der von 24 immer? Hieß da auch Nee, der hieß Tony Almeida, nicht Montana. Weißt du, Almeida war für mich sowas wie Alabama und Montana ist für mich sowas wie Hannah Montana. Weißt du? Das bin ich. Da bin ich einfach gestrickt. Da denke ich nicht viel nach. Hä? Da hinten wie heißt der? Eklektos. Das klingt wie ein Bösewicht bei Superman. Oder ein bisschen wie Elektro. Oder wie der hieß bei Spider-Man. Von hinten, weißt du, er steht einfach hinter mir und ballert mir ein ganzes Magazin rein, Tony. Almeida. Montana. Da musste ich gerade. Hä? Tony. Wow. Hä? Achso. Ich dachte, der in dem Eingang hat mich gekriegt, weißt du? Ich dachte mir so, was hat der denn für Reflex? Was ist das denn für ein Lux? Aber nee, wow. Hier, frisst einfach das da. Mann, Bill! Bill will nicht. Bill. Bill, du wirst doch deine Rechnung bezahlen. Die stehen da oben mehr, ne? Ja... Warum heißt die halt alle so komisch? Kakroto? Der selber nicht immer an komische Namen. Ich muss da jetzt an Karotte denken. Was haben die denn heute alle? Alter, Kakroto, ne? Ganz ehrlich, der ist mit seiner Sniper, ne? Dem will ich jetzt einfach nur den Arsch aufreißen. Kendra, hallo Kendra. Oh. Hä? Ich krieg's aber auch jetzt nicht hin. Was ist denn heute hier los? Wir sind trotzdem Erster. Woher nimmt er diese Kraft, ey? Aber wir sind schlecht. Das ist das Ding. Hä, ich hab's einfach komplett scheiße geworfen. Mann. Ja, geht doch. Ich wollte den einfach nur haben. War das der? Ja, ich glaube. Hä, der ist auch jetzt hier hinten am Hocken, ey. Sag mal. Heute haben sie es aber, ne? Die kommen alle nicht hier durch. Die versuchen da, sich uns hinten weg zu sneckern. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Hat's halt nicht gewusst, ne? Hey, ich wollte die Granate raussuchen, aber der hatte mich gesehen. Ich wusste nicht, wo die war. Hier, frisst. Hoppala. Ein kleiner Ruckler morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, Karotte. Jetzt gibt's Möhrchensalat. Die kommen immer von hier, ne? Block mich nicht. Oh, danke fürs Blocken, ey. Mann, weißt du, man konnte mich Elektros einfach killen mit einer Granate, die er platziert geworfen hat. Gut platziert geworfen hatte. Hey, war schon richtig, ne? Block mich hier nicht. Ich bin wichtig. Ich bin wirklich wichtig. Richtig wichtig. Gar nicht eingebildet oder so. Nee, aber wirklich, die blockieren mich halt als. Das ist doch nicht lustig. Das ist nicht feierlich. Wie soll ich denn hier was reißen? Guck mal. Sieht doch gut aus, was ich hier tue. Dem Feind ein bisschen Angst einjagen. Ich dachte, er fliegt weg. Siehst du? Ist doch wunderbar, was ich hier tue. Es läuft doch. Bill wird immer noch. Hä? Warum sterben die hier hinten? Bist du schuld? Wow, das war ein Headshot. Mist, ich habe ihn gesehen, dass er da oben war, aber ich habe nicht gedacht, dass er da noch wartet. Schade. Aber richtig doof war er jetzt nicht. Alter, da kommt irgendwie so ein Typ immer da hinten. Seit wann gibt's denn das? Das gab's noch nie. Das gab's wirklich noch nie. Alter, welche Arschkrampe wagt es? Moment, was macht er? Mist, ich dachte, die würde nach links gehen und würde nicht direkt davor stehen. Aber siehst du, sie war richtig weggepumpt.
Okay. Versuch halt immer so ein bisschen nach links und rechts zu gehen, ne? Das so übliche... Obligatorisch! Da war ja die rechts noch drinnen gewesen. Die habe ich nicht gesehen. Lady! Die können sich doch nicht so an mich ranschleichen. Dann weiß ich doch nicht, was alles bei mir ausschlägt. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich seh doch nichts durch den Rauch. Ich seh doch nichts, ich seh doch... Oh, Alter. Wow, Alter. Geflogen wie ein Weltmeister. Aber leider aufs Maul. Ey, ich hab den Bill noch gar nicht gekriegt, ne? Bill will immer noch nicht. Hier wieder mit ihrer Rauchgranate und kein... Mein, ich krieg das nicht mit, wenn die hier durchgehen. Krieg ich das echt? Boah, die sind gut. Die sind scheiße gut, leider. Ich bin halt der Beste, aber ich bin immer noch nicht gut genug. Wo kommt das denn her? Warum habe ich da hingeschossen? Weiß ich nicht. Hä, ich sehe es halt einfach nicht. Von wo? Ah, jetzt sind die da. Nee, da ist einer gewesen. Die verwirren mich. Meine Damen und Herren, ich bin nun offiziell verwirrt. Die mit ihrer scheiß Rauchgranate, ganz ehrlich. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, Shisha-Bar oder was? Mann, 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 da könnte ich doch wirklich jetzt auch schon wieder ausrasten. Aber ich tue es nicht. Das war gerade nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, wenn die so weitermachen. Hä? Ach nee, doch nicht. Ach. Ich dachte, da wäre noch von G schon gewesen, ich hätte schon fast meinen eigenen Teamkumpel reingedötet. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hä? Hä? Stopp da hinten, stopp da hinten, stopp da hinten. Hä? Stopp du da vorne. Hä? Wo kommen die denn jetzt alle her? Killserie unterbrochen, das bedeutet schon alles. Letzter Kill, komm. Ich öffne eine Granate zum Spaß. Messern. Guck mal, er steht einfach. Weißt du? Toll, super. Weißt du, wir hatten im Team Jesus. Trotzdem hat es nichts gebracht. Oder warum steht er mitten in der Luft? Was ist denn mit ihm los? Voll im Sprung. Voll im Sprung einfach abgehoben, ey. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Naja, wir sind wenigstens, also hier von unserem schlechten Team sind wir die Besten. Ich bin der Beste der Schlechten, geil. Hä? Achso, Sky ist Krabber. Oh, so ein Krabber hätte ich jetzt auch Bock, ey. So ein schönen, ist der, ne? Krabber ist doch italienisches Nachfrühstück. Hä, die Runde hat schon begonnen. Was ist das denn hier? Wieso denn das? Ich bin im Verliererteam. Geil, kann ich wieder liefern. Komm, wir reißen das jetzt rum. Siehst du, guck mal, läuft da, läuft da. Ah, siehst du? Man muss nur mich hier reinlassen, ne? Weißt du, schon sind wir bei 32, 44, nicht mehr bei 9. 20. Jo. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Komm, wir laufen jetzt. Run. Schade, ich wollte ihn messern. Ich wollte ihn messern. Ich wollte ihn messern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da wirklich oben einer ist. Deshalb bin ich noch mit dem Messer rumgelaufen. Hä? Hä, was springt der denn hier? Sag mal, wo ist denn das hier? Bist du der Flummi oder was? Und diese Energy-Trink-Glanen. Boah, den habe ich aber von sonst wo geholt. Hä? Lol. Der Andreas. Hallo, Andreas. Na, wie geht's deinem Kreuz? Verstehst du wegen Andreas Kreuz? Okay, Entschuldigung. Das war ungefähr so lustig wie meine Packung Funny Chips. Verstehst du wegen Funny? Okay, Entschuldigung. Nein, tut mir, nein, jetzt tut's mir echt leid. Das war nicht witzig. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Hauptsache, ich habe meinen Spaß, weißt du? Wir sind einer, der über seine Witze lacht. Also über meine. Ich selber. Na, man sollte nie über seine Waffen, über seine Witze lachen. Hä? Wer ist hier drin? Hä? Lol. Andreas. Andreas. Ich weiß nicht, Andreas. Wie siehst du diese Lage gerade? Also ich meine, weißt du, du heißt der Andreas und spielst eine weibliche Figur. Das verwirrt doch mich. Ich meine, jeder das, was er will. Wie er will. Eigentlich ist das gar nicht so dumm. Ich würde auch, glaube ich, eine weibliche Figur spielen. Ich meine, ich spiele mega gerne Tomb Raider. Gibt nichts Cooleres als
als Frau so cool und stark zu sein und zwei mega gute, geile Waffen zu haben. Und damit meine ich Pistolen. Sondern wirklich, ich meine die Pistolen. Hä? Ich habe die Granate noch nicht mal zünden. Der hat mich durch die Kiste erschossen. Der hat mich durch die Kiste erschossen. Andreas, wir müssen reden. Nee, was ich hier in dem Spiel halt einfach nicht so richtig verstehe, ist, was ich damit sagen wollte eigentlich. Weißt du, du hast halt, das sind Skins. Und das sind halt, also du spielst hier nur Männer. Und sobald du ein Skin hast, der diese Frau ist, bist du, glaube ich, hast ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Leben oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es ja nie gehabt. Aber die haben, glaube ich, irgendwas Spezielles. Also ist, glaube ich, die sind ein bisschen ausdauermäßiger oder sowas in der Richtung. Das verstehe ich halt nicht. Also, ich glaube, weißt du, sie sind halt einfach so, die sind noch nicht mal irgendwie, dass du nicht so sagen kannst, irgendwie, das sind so normale Soldaten oder sowas. Das sind einfach Manga-Mädchen, so gefühlt. Das ist halt so, einerseits denke ich mir so, dass irgendwo finde ich das muss irgendwas Japanisches hier sein. Irgendwo finde ich das ein bisschen, wie ich mir so denke, okay, die Frauen werden so ein bisschen sehr komisch hier behandelt. Aber andererseits denke ich mir so, andererseits sind sie die coolen Charaktere, die du nur freispielen kannst oder sowas. Oder weiß ich gar nicht, muss man die kaufen wahrscheinlich. Aber die halt auch einfach mehr aushalten. Also hast du irgendwie auch wieder so Lob. Frauen halten mehr aus als Männer. Ob man das jetzt so pauschal sagen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe noch nie von einem Frauenschnupfen gehört. Nur von Männerschnupfen. Nee, Frauen sind geil. Toll, meine ich. Toll. Toll. Alter, warte mal. Goldene Granaten gibt's? Ist ja mega. Will ich auch haben. Scheiß auf normale Granaten. Cherry-Granaten sind auch funny, aber goldene Granaten. Bei Ghost Recon gab's damals The Man with the Golden Gun. Erinnere ich mich noch. War mega geil. Habe ich mich als James-Bond-Fan auch mega drüber gefreut, dass ich eine Folge mal so nennen konnte, die wirklich tatsächlich so geil war. Also die einfach auch so war, weil sie halt einfach so nicht nur so hieß, sondern weil es wirklich so war. Und das wäre einfach The Man with the Golden Grenade. Das wäre einfach, keine Ahnung, so die Fortsetzung, der nächste Teil eines James-Bond-Films. Der hat dann 4 Brustwarzen, der Typ. Aber das Dumme ist, bei einer Golden Gun hast du halt, du kannst nachladen. Bei einer Granate ist mir halt der Scheiß, schalt weg dann, ne? Fällt mir gerade so auf. Das ist, glaube ich, einfach absolut unlogisch, dass die aus Gold ist. Ich meine, das ist bei der Waffe schon so. Ja, jetzt kommt eine von rechts. Es ist schon bei der Waffe so, dass sie, glaube ich, kann man mit einer goldenen Waffe tatsächlich schießen, wenn die komplett aus Gold ist? Ich meine, du hast ja diese Schlagwolz und alles. Ich meine, Gold ist ja relativ weich. Haben wir verloren, ja. Gold ist ja relativ weich, oder? Ich meine, das könnte gar nicht so gut funktionieren. Das muss ich echt mal googeln, ob das funktioniert. So, aber weißt du, was ich nicht googeln muss? Den Spielendstand. Und dieser Spielendstand zeigt uns, dass wir verloren haben. Wir sind mittendrin reingejoint. Deshalb würde ich sagen, nicht lang schnacken. Dem Andreas sein Glück gönnen. Der hat nämlich, glaube ich, die meisten Kills gehabt und noch irgendwas. Und machen einfach weiter auf VBSS Team Deathmatch der Emilia. Auf einem wunderschönen Abschluss. Zu einem wunderschönen Abschluss nochmal eine wunderschöne Kreuzfahrt. Im Kriegsgebiet. Gibt's nichts Besseres als eine Kreuzfahrt. Ich guck gerade, wer hier so mitmacht. Der Andreas! Der Andreas ist wieder dabei, aber der ist wieder im Gegenteam, oder? Der Andreas war gut. Der Andreas war wirklich gut. Habe ich den Andreas einmal getötet? Ich weiß es gar nicht. Warten auf andere Spieler. Wie Sie sehen, sehen Sie nun den Ladebildschirm. Geil! Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt das Hauptauswahlmenü für meine Waffen. Boah, wir starten von der anderen Seite. Ich bin noch nie von hier gestartet. Das bedeutet, ich muss ihn kurz um. Was ist los? Andreas ist bei mir. Geil, wir haben gewonnen. Metkanon, der ist im Clan Metkanon, glaube ich. Ich glaube, der heißt so. Mega. Metkanon, der ist mega sympathisch. Bestimmt ist der Andreas sehr Met. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Hast du dich noch nicht dran gewöhnt, diese schlechten Witze? Ah.
Nein, das tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das in meinem Kopf kommt. Diese schlechten Witze. Ich weiß gar nicht. Woher habe ich diese komischen Wortspiele, die eigentlich niemandem einfällt, weil die einfach so schlecht sind? Wahrscheinlich ist es halt einfach so, dass mir keine guten Witze einfallen. Und dann bin ich halt so der nimmt halt das, was man kriegen kann, weißt du? Und das ist halt dann einfach so unsäglich dummes Zeug. So, kann man hier eigentlich lang gehen? Ich meine, hier ist nur eine Treppe, aber diese Treppe führt noch nirgendwo. Ich glaube, die führt auf die Brücke. Ich will einfach nur mal kurz gucken. Ich meine, hier habe ich noch nie. Hier kann man echt viel vom Schiff sehen. Okay, man kann hier hoch. Das wollte ich auch mal gucken. So, wir sind ja nur 5 Kills im Rückstand. Das ist wahrscheinlich auch besser, wenn ich nicht so viel da bin, weil dann kann ich nicht so viel sterben. Ich denke ja mit. Also auch für die Gegner. Für uns. Schieß doch nicht auf mich. Sag mal, du hast aber einen ganz schön nervösen Finger, ne? Schießt ja auf alles, was sich bewegt. Throwing Grenade! Geil, hab irgendwas getötet. Wie viele Kills habe ich eigentlich schon? Ein mit der Granate. Ich spiele hier wieder wie so ein Vollhorst. Pass mal auf. Jetzt muss ich auch mal richtig spielen, ne? Also wir sind trotzdem Drittletzter. Was ist das denn? Wir machen das jetzt mal hier richtig. Pass mal auf. Eins. Hier. Und dann so tun, als war es man nicht. Als war man es nicht. So, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen getroffen. Ich glaube, mein Fahnenkreuz hatte kurz gezuckt. Hi. Geil, die sehen einen nicht, wenn man da hochkommt. Das ist ja voll die geile Position, deshalb gehen die hier immer hin. Ist ja mega interessant. Nee, die gucken da auch nie hin in die Ecke. Das ist eine echt interessante Position. Guck mal. Ich meine, der weiß es jetzt, weil ich ihn da getötet habe. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Time for Puppy, Pubi, what? Was? Wie heißt der? Muss ich ja mal sagen, das war eine lustige Position. Einfach, das war lustig. Guck mal, die achten halt einfach nicht drauf, ne? Vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn es keiner gemacht hat vorher. Und auf einmal kommt so ein Horst. Nein, ich heiße nicht wirklich Horst. Und er stellt sich dann einfach dahin. Und killt die Leute. Guten Tag. Entschuldigung, egal, ist mir einfach lustig. Ich find's einfach lustig. Hä? Was ist denn los mit den Leuten? Oh, der hat mich jetzt gesehen. Guck mal, der eine sitzt im Pool. Warte mal, den hole ich mir. Den hole ich mir im Pool. Ich weiß nicht, ob das einer von uns ist. Ich glaube, man kann nach dem Kill nicht mehr, nach dem Tod nicht mehr den Namen sehen der Leute. Wenn da einer im Pool sitzt, ne, hole ich, dann snack ich mir den weg jetzt. Hier ist einer von uns. Das ist unser Poolboy. Ich würde die da rechts schießen. Ich würde gerne gucken. LOL! Ich wollte nur mal gucken, ob die jetzt... Aber jetzt achten sie drauf. Okay, alles klar. Ich wollte auch nur mal gucken. Ah ja, kann man den nicht als machen, sich da hinstellen. Das ist ja campen. Macht man nicht. Hier, frisst das da hinten. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Swim always and fly. Ich kann nicht singen, ich weiß aber. Ob das weit zum Fliegen, ey. Weil er mir geflogen ist. Ja, das ist einfach sonst wo. Das ist einfach sonst ein Abgang gemacht, ey. Ach, schön. Guck mal, wir haben schon 19 Kills mit der Splitterkron oder M67, ne? Einfach zu funny. Einfach zu funny. Ach, Mr. Kam der SCPO. Nee, ach, die Worte sind einfach jetzt mega lustig gewesen. Erstmal, dass diese eine Pussy finden, die ganz lustig war, und dann das mit der Granate. Wow. Hätte ich auch noch scheiße. Wow. Ey, es wäre so geil, wenn es eine Errungenschaft gäbe für Kills aus dem Jenseits, weil ich habe gerade meinen Mörder getötet. Damit hatte ich nicht gerechnet, meine Damen und Herren. Wie Sie nun sehen, werde ich einen anderen Weg gehen. Einfach um mich zu rächen. Na, du weißt jemand, dass ich komme. Der ist sich ja gut versteckt. Hä?
Lotus. Oh, der eine ist hochgelaufen einfach. Oh, das tut mir aber leid hier. Wow, 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 wow. Da war aber noch eine Granate und alles dabei, vor alles dabei gewesen. Wenn der doch unter der Raum gar nicht passieren können, wo wir wirklich hingegangen sind. Ja, was ist denn das? Bitteschön. Bitteschön, könntest du mir nicht einfach mal mir A-Kill geben? Ich will auch mal was töten. Wow. Hey, 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 hey. Hey, geil, ich habe einen getötet. Dankeschön, mehr wollte ich nicht. Wunderbar. Puh. Ich bin ganz außer Atem. Dabei mache ich doch gar nichts, außer hier. Rennen, sterben, rennen, sterben, rennen, sterben, töten. Wow, die standen alle in einer Reihe. Boah, das wäre so geil gewesen, wenn ein Schuss sie alle getötet hätte. So richtig so, so. Wie in echt. Das wäre geil. Aber dafür hatte Ben Waffe einfach nicht genug Durchschlagskraft. Das Problem kennt. Was? Ist hier los? Hä? Ich dachte, sie. Weißt du, ich war auch gerade so komplett Gehirn amputiert. Ich habe gerade gedacht, oh geil, er hat sich auf den Boden gelegt. Kann man ja hier nicht, ne? Man kann sich hier nicht hinlegen, wir sind hier nicht in einem anderen wunderbaren Spiel, was es leider nicht mehr gibt. Worüber ich viel zu viel rede. Es ist wie eine. Oh, es ist echt, ich bin furchtbar. Das wäre ja, als würde ich jetzt hier. Ich kann ja mit über dieses Spiel nicht mehr sprechen, wenn ich ein anderes Spiel spiele. Das ist ja, also nicht ein Spiel dieser selben Art. Das wäre ja, als hätte ich eine Freundin und würde mit ihr die ganze Zeit über meine Ex-Freundin reden. Ich kann sie nicht über. Du weißt schon, was zu reden. Das geht nicht. Ich kann sie auch nicht vergleichen. Ich vergleiche die manchmal. Das ist richtig furchtbar. Habe ich mit der Granate getötet, weil ich sie gegen ihn geworfen habe? Das wäre ich auch mal lustig zu wissen, ob das geht. Kann man jemanden töten? Oh, wir haben verloren. Oh, nee, wir haben gewonnen. Oh, genau. Ich war komplett. Komplett wieder dumm. Kann man jemanden töten, indem man ihn mit einer Granate abwirft, ohne dass sie explodiert? Geht das? Wäre auf jeden Fall lustig zu wissen. Was auch lustig zu wissen ist, ist Mission abgeschlossen. Wir können wieder spielen 10 Quick Matches. Geil. Wir können wieder eine Kiste öffnen. Und wir sind im Mittelfeld gelandet diesmal. Ja, ist okay. Dann kann ich immer toll sein. Das wieder klingt. Nein, wir haben schon gut gespielt heute. So. Item empfangen. Ja, natürlich will ich das empfangen. Doch meine Antenne schon ausgefahren. Was? Nein, Scherz. Desert Eagle 50 AE Sherry. Sherry, Sherry Lady. Nee, ich brauche eigentlich jetzt keine Pistole. So, weil die Folge ist jetzt eh vorbei. Jo, Schluss, aus, vorbei mit der Folge. Wir müssen uns jetzt auf die nächste Folge gedulden und müssen gucken, wie wir uns durchschlagen. Ich weiß nicht, warum ich manchmal so komisch rede, aber jetzt ist ja auch egal. Ich beende das jetzt hier. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Dieses Video wird jetzt einfach enden. Mit den Worten. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns wieder in einer neuen Folge von Black Squad. Bis dahin. Tschüss.